Er hat auf jeden Fall auf mich geschossen gerade. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wann der letzte Safe Point ist und einfach dahin rennen will ich vielleicht auch nicht. Aber Alternative fallen mir gerade auch keine ein. Wir stellen fest, da rechts ist ein Panzer und da möchten wir nicht hinlaufen. Och nö, oder? Ach. Ich sehe schon, das Spiel wird nicht... Ich werde keine Freunde werden. Komm schon, sie greifen die Barrikade an. Mir nach! Ach. Das ist keine Barrikade, das ist ein Haufen Müll. Die fälschlicherweise als Barrikade bezeichnet. Och, wie ich dieses Kim und Korn zielen hasse. Kannst du doch mal eine Arschkimme zielen. Und wenn nicht, schießt er doch eh nur daneben. Ah! Oh, ich soll vielleicht aufstehen. Er fängt natürlich nicht automatisch an aufzustehen und zu rennen, wenn man Sprinten drückt und während man geduckt ist, weil... hätte man ja glatt programmieren können müssen, ne? So, was macht ihr Pfeifen da alle überhaupt? Die könnten auch kämpfen, komm. Knarre in die Hand und kämpfen. Das ist Amerika, hier hat doch jeder eine Knarre. Wenigstens vertragen die nicht allzu viel. Was ist denn mit dem passiert? Wen? Dem im Raketenwerfer wahrscheinlich wieder. Was war denn das jetzt? Feuerwerk auf Sparflamme. So. Ja, komm. Der Typ mit dem Maschinengewehr müsste doch nochmal alle Kinder leicht abfangen. Naja. Habe ich schon die leistungsfähige KI erwähnt? Nein? Ach, kein Wunder, es existiert nämlich keine. So. Hat er nicht gerade die Granate noch geworfen? Nicht so wichtig. Was ist das, ein Raketentreffer? Ernsthaft? Wo denn? Du musst das ein bisschen präzisieren. Wo denn? Ach, da hinten. Das ist kein Raketenwerfer, aber ich eliminiere ihn trotzdem mal. Könntest du doch kaputt schießen? Ich probier's einfach mal. Nein, kann ich nicht. Oh, ich habe noch Verbündete. Wow, sogar zwei Stück, ja? Luxus pur. KI scheint das gleiche zu probieren wie ich. Die Dinge kaputt zu schießen. Also zumindest der linke, der rechte nicht, der... Klaut sie irgendwie gerade seine Eier oder so? Ich hab gerade mein Gewehr in der Hand, Süße. Hä? Lebt ja noch einer. Ich sehe schon, das wird ein tolles Spiel. So anspruchsvoll vor allem. Wenn man nicht gerade im Panzer läuft. Na komm, zieh weiter. Komm schon. Ich glaube, andere Tournament 3 sah besser aus. Das kam früher raus. Oder? Dann kam andere Tournament 3 raus, ich weiß gar nicht mehr. Also die andere 3 Engine kam 2004 raus, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Details. So, ich bin mir sicher, einer kann sich trotzdem abseilen, natürlich. Ballskript. Ich weiß immer noch nicht, welches Dach gemeint ist. Ich habe nicht den geringsten Schimmer, wo ich hingehen muss. Ach, ich muss da hinten rein, natürlich. Das war total offensichtlich. Weil vor allem auf dem Dach man die Scharfschützen direkt gesehen hat. Oder die Landungstruppen. Und ich nehme vielleicht mal lieber irgendwas für den Nahkampf. Ja, schön für dich.
Ja, da würde ich auch drin hängen bleiben in so einem Ding. Ich vermute mal, wenn ich jetzt sterbe, darf ich die Scheiße nochmal machen. Ey! Ich dachte, ihr habt was gegen Schwule, dann kommt man nicht von hinten. Na gut, gehen wir mal da rein. Gucken mal, wo die Party abgeht. Schnauze da hinten. Hallo? Kann ich dich nicht durch die Objekte durcherschießen? Das Spiel ist tatsächlich so gut, dass das nicht funktioniert. Da schenke ich euch mal. Vielleicht bringt's ja was. Ja, ja. Ich weiß, wo die 42. Straße ist. Ich wohne ja schließlich hier, ne? Aber ein Tipp könnte dir reichen. Ich vermute mal hier. Das weiß ich nicht, nur weil hier der einzige Weg ist. Ja, komm. Ich hab Maschinengewehr mit unendlich viel Schuss. Also, das ist gar kein Ding. Es wird nicht heiß, es wird gar nichts. Die Zukunft, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich will hier weg. Was? Was? Ja, genau, den hat er gerade mit seinen puren Händen angehoben. Weil, warum denn nicht? Ja. Keine Hektik. Was? RGB Y drücken. Was? Ampel ist rum. RGB Y. Okay. Drücken zum Festziehen. So, linke Maustaste. Okay. Ah, natürlich. Ist ja fast schon kompliziert. Ich würde dann gerne mal hier weggehen, glaube ich. Ich glaube, das möchte ich, ja. Was? Ja, das sehe ich, wie zurechtkommt, überhaupt nicht. So, wo muss ich jetzt hin? Achso, du machst mir die Tür wieder auf, weil... Da war auch mal schon... Ich habe schon wieder Frame-Einbrüche, weil... Tier hinzugefügt, was muss ich jetzt tun? Wie gut, dass die hier irgendwie alles problemlos so untertunnelt haben. Ich lade erstmal durch. So viel Zeit muss sein. Grün, nein, mein Y war gelb, weil. Weil halt, ne? Wir können die Bombe natürlich auch vorher scharf machen, ne? Aber. Also vorher schon verkabeln und dann einfach nur anbringen und zünden, aber. Gerade so lächerlich die Idee, ne? Ich weiß. So, war's das jetzt? Oh. Da ist noch ein Panzer! Hey, das ist ein Mammutpanzer. Coole Sache. Sie sind im Kampf gefallen, naja. Ich bin eher in Fetzen gesprengt worden. So, ja, ja, ich arbeite schon dran. Wie kam der überhaupt runter? Ich muss ja prinzipiell sagen, die Idee mit dem Kabeln finde ich gar nicht mal so beschissen. Macht das Spiel natürlich nicht besser. Habe ich eben gerade richtig gesehen, dass die eine Farbe da unter dem anderen Ding war, über dem Ding war statt runter. Kann ich da jetzt rauslaufen? Nein, das will ich wahrscheinlich auch gar nicht.
Ja, toll. Ich werde schon wieder getroffen, bevor ich überhaupt so hoch bin und was tun kann. Was muss ich jetzt tun? Halten wir die östliche Barrikade, ja, wenn es sonst nichts ist. Draußen steht ja noch ein Mammutpanzer. Na komm. Aber schön, dass es Mammutpanzer noch gibt. Die guten alten Mammutpanzer. Moment mal, ich dachte, Deutschland hat den Krieg gewonnen. Aber das war anders. Das müssten doch dann Russen sein. Ich bin verwirrt. Bringt, glaube ich, gerade die Zeitparadoxen durcheinander. Trennen wir ein paar Deutsche ab. Macht sie immer gut im Lebenslauf. Ja, meine wird auch nicht ewig halten. Wie soll ich denn die aufhalten, verdammt? Na, wir laden einfach durch und hoffen das Beste. Boah, diese Sirene nervt leicht, muss ich sagen. Naja, das Spiel hat 1 Euro gekostet, ne? Für mehr hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gekauft. Boah, es gibt Spiele, die würde ich für mehr als 1 Euro kaufen. Muss ich die immer noch halten? Ja. Deutschen sehen auch alle gleich aus. Ja, und nun? Der da hinten macht Übungen an der Kiste. Der Mammutpanzer steht da seelenruhig rum und macht gar nichts. Nö, der steht da rum und wartet drauf, dass ich so dumm bin, mich ans MG zu stellen oder was. Okay, die droppen hier Waffen und Munition. Wie weit kann ich in die werfen? Lass mich raten, ich muss die da auch noch töten, aber die kann ich nicht so einfach töten, weil die so blöd sind und da die ganze Zeit rumhängen. Wir kuscheln ein bisschen mit dem Mammutpanzer. So, komm. Komm schon. Hallo. Komm schon. Bleib doch mal stehen, du Arschgesicht. Gib mir langsam wirklich die Munition außen. Ist nicht so Falle. Ich mache irgendwas falsch, habe ich wieder das Gefühl. Könnte auch einfach im Spiel liegen, dass sich das Gefühl aufkommen lässt. Dass ich die vielleicht einfach nicht treffe von. Dann muss ich denn die noch halten? Ich mache irgendwas falsch, oder? Ich meine, so eine Mission halte irgendeinen Punkt sollte doch eine gewisse Herausforderung sein. Also, zumindest habe ich es bisher so immer so in Spielen erlebt. Was wollen wir tun? Scheint so. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Gib mir mal das Gewehr, so. Zum Glück liegt da noch genug Munition drum. Hallo? Hallo? Ich glaube, ich treffe ihn da hinter dem Panzer nicht. Doch, ich habe ihn getroffen. Irgendwas läuft hier doch falsch. Ich habe das Gefühl nicht los, ich mache hier was falsch. Halten Sie die östliche Barrikade. Danke für diese präzise Missionsangabe. Und wie lange? Was? Wenn ich einen halben Meter da rausgehe, schießt das. Hätte ich natürlich. Nein, Moment. Okay. Alles in Ordnung. Rückzug. Gegen das Ding haben wir keine Chance. Alles zur U-Bahn. Ja, du hast eine sehr schöne Hand. Ich habe 119 Feinde getötet. So.
der gesamten Ostküste berichtet. Wir wurden soeben von einer Einheit der Nationalgarde dazu an. Aber wenn die Zwischensequenzen hässlicher sind als die Ingame-Grafik, dann... Corporal Nelson, 9. Regiment. Das hier ist Carson. Er ist zwar ein Zivilist, aber er hat sein Können schon mehrfach unter Beweis gestellt. Wie ist die Lage? Die Maschinengewehrstellung am Ende der Straße verhindert unseren Rückzug, Sir. Private Stanley hier wurde bereits verwundet. Ein weiterer Mann, Private Fredericks, ist mit Granaten losgezogen, um die Stellung hochzunehmen. Aber das ist schon eine ganze Weile her, Sir. Verstehe. Carson, kümmere dich um dieses Maschinengewehr. Oder versuche zumindest Fredericks zu finden. Ich bleibe hier und kümmere mich um Stanleys Verletzungen. Volles Schwein, so. Jetzt muss ich den Sound auch wieder leise drehen, weil das hier auch wieder saulaut für mich ist. Die haben es wirklich gut gemacht mit dem Sound, ne? So. Wir laden erstmal durch. Können wir natürlich nicht drauf springen, weil... Das ist auch alles. Das ist ein komisches Geräusch schon wieder. Soll vielleicht mal irgendwie in Deckung gehen. Ich fahre so rumsitzen. Mal an. Wie schießen denn die? Das ist so aber nicht ganz korrekt. Wie sie alle noch voll rumhängen. Oh. Ich hab mein Handy verloren. So. So, und hier ist eine Garage, wie es aussieht. Ich weiß nicht, muss ich da jetzt irgendwas hochnehmen oder muss ich da einfach nur dran vorbeilaufen? Ich sehe da oben. Da hat eben einer rausgeschossen, willst du mich verarschen? Du. Kann ich die so rausschießen? Ja, kann ich. Ah, die kommen immer wieder, sehr gut zu wissen. Dann verpisse ich mich doch mal lieber. Oh, Granaten und ein Unterhebel-Repetiergewehr Kaliber 45 gefunden. Ja, wenigstens aber den Namen präzise, ne? Auch wenn das kein Schwein interessiert. Diese Luftschiffe, das sind auf Patrouille. Lass dich nicht von ihren Suchscheinwerfern. Ah, ich liebe Sprachausgabe, die bis zum Ende geht. Da ist schon was mal gerade. Wie gut, dass ich den hatte, der war so nützlich. Der hat mir tolle Tipps gegeben. Also so gar keinen. Aber hauptsächlich nützlich. Obwohl die Patrouille vor allem, die stehen da bloß und warten auf. Oh, jetzt Mittagpause, ja? Wo ist? Essen jetzt Würstchen so vom Grill. Oh. Und Sauerkraut natürlich, weil es sind ja Deutsche, ne? Das Deutsche isst natürlich Sauerkraut und Wurst und trinken Bier. Und Ziel hinzugefügt zum Eingang der U-Bahn. Moment, bin ich da nicht eben hergekommen? Yeah. Das bringt natürlich überhaupt nichts, aber... Vielleicht kommt mir mal wieder einer und... können uns dann da hinstellen und ihn erschießen. So, ist das wie dieses Kack... Was ist denn das für ein Ding? Hey, musst hier raus. Geh zum U-Bahn-Tunnel, das ist eine Abkürzung zum Güterbahnhof. Und warum muss ich jetzt hier raus? Viel Glück. Will ich denn nach DC? Scheinbar will ich nach DC. Ja, das war von Anfang an das Ziel. Moment, wo muss ich denn lang? Was? Nee, hier nicht. Was? Hä? Bin ich jetzt total bescheuert? Hä? Was? Wer, wann, wo, wie? Hä? Muss ich denn jetzt langlaufen, was? Ich hab mich verlaufen. Nee, hier schon mal nicht. Hä?